Moin moin meine lieben Zockerfreunde, ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Transport Fever. Hier, auf Karte zockt in der Staffel 4. Schwierigkeitsgrad schwer und wir haben 1,75 Milliarden Dollar auf der Kante. Hier kommen gar nicht mehr die Fahrzeuge rein, um die Sachen abzuholen. Hier staut sich das schon. So viel ist hier los, das ist echt der Wahnsinn. Hier ist so viel produziert. Das ist halt schade, dass man das nicht irgendwie lenken kann, ne? Die könnte man jetzt auf die linke Spur und die könnten wir in der rechten Spur reinfahren. Da, warte mal, kann man das vielleicht doch lenken? Die fahren beide auf eine Spur rein. Wenn wir jetzt sagen, die Jelben, ne? Die Jelben könnte mal, nehmen wir einfach mal eine andere Terminal. Ne? Und dann fahren die schon mal da raus. Schade, ich dachte, die Einfahrt könnte man auch irgendwie hier beeinflussen. Wenn man die jetzt auf 4 setzt. Nö. Auf 3. Nö. Also setzen wir die einfach auf 1. Dann haben wir sie zumindest bei der Ausfahrt voneinander getrennt. Aber ihr seht schon, die Öl-LKWs machen 4 Millionen plus. Die Kunststoffgeräte machen 3 Millionen plus. Also es läuft alles hier sich sehr zurecht. Hier steht nur ein LKW im Moment. Das reicht uns eigentlich völlig aus. Also obwohl wir ein großes Depot dort haben, reicht uns das nicht aus. So, wir haben mal eben geschaut. Der Zug ist voll und hier warten immer noch 189 auf die Mitnahme. Das heißt für uns natürlich, wir haben etwas zu tun. Und zwar brauchen wir einen weiteren Zug. Es wurde gewünscht, eine Dreifachtraktion zu fahren. Das werden wir denn jetzt auch machen. Das ist der... Meint, das war der 423 DB. Die haben, glaube ich, gar keine Ahnung. Doch, der 1440 könnte noch. Der hat aber nicht die Kapazität. 430 hat auch nicht die Kapazität. Und die 422. Der 422 könnte das auch noch sein. Aber. Wird nächstes Mal angezeigt dazu. Gibt es aber gar nicht. $27,6 Millionen für beide Fahrzeuge. Das ist doch schon mal eine Aussage. 27,6, das heißt durch 2 sind 13,8. 13,8. 11. 13,6. 13,8. Also könnte es der 422 sein. Oder der 423. Das ist jetzt die Frage, ne? Egal. Nehmen wir einfach hinzu. Ersetzen sofort, ja, 33 Millionen. Und damit haben wir jetzt einfach auch unsere Schuld getan. Ich möchte damit gar nicht so viel... Oh, echt? Ist es immer schubweise oder? Ich habe eben noch wieder einen verkauft. Ich glaube einfach, dass es oben nicht mehr, dass man oben den Kram nicht mehr wegkriegt. Also, dass man den oben kaum angeliefert kriegt. Obwohl, doch, kann man. Ja, Potenzial 0. Warum? Verstehe ich nicht. Ist aber auch nicht unsere Aufgabe. Deswegen kriegen wir wahrscheinlich auch so wenig dahin.
Gut, so, ich habe eben in der Pause dieser Aufnahme habe ich den Bahnhof ein wenig versetzt. Das habe ich einfach mal schon mal vorne weggenommen. Und zwar wollten wir ja nicht wollten wir, sondern haben wir ja gesagt, wir bauen einen Hafen in Hamburg. Denn was ist Hamburg ohne einen Hafen? Genau, kein Hamburg. So, und jetzt hoffen wir einfach mal. Ja, das passt. Und dann können wir von hier aus mit dem Schiff, theoretisch, direkt zum Bahnhof fahren. Schippern. Guck mal, super, ne, oder? Super. Jetzt muss ich erst mal gucken, bevor ich das jetzt dahin baue, ob ich das Gebäude überhaupt heile umgehen kann. Ich wage es nämlich zu bezweifeln. Ja. Das bringt uns natürlich richtig schlechte Schlagzeilen mit Sicherheit. Aber ich kriege das nirgendwo anders hier angebunden, das Schiffchen. Ich würde es ja auch gerne hier oben direkt anbinden, aber... Das wird leider nichts. Ich könnte es wahrscheinlich, wenn ich ein bisschen drehe... Nö. Also ich glaube, das wäre das geringste... Der geringste Widerstand, den wir hätten. Alter Schwede, hat sich hier was gebaut, oder? Guck mal, was hier an Fahrgästen steht. 69, 70. Wir kommen gerade. Okay, hier kommen gerade nicht so viele. Aber der Verkehr hat sich verbessert. Ne? Es fahren jetzt mehrere Leute. Oder es fahren jetzt mehr Fahrgäste mit der Bahn. Ist doch gut. So. Gucken wir mal, wie weit wir gehen können, so dass wir halt auch wirklich noch eine Straße dahin kriegen. Super wäre ja auch. Ja, wir kommen sogar durch den Bahnhof noch durch. Fast schon zum Fernbusbahnhof. Warte mal, dann lass uns noch mal was probieren. Komme ich ja vielleicht auch noch einen Ticken dichter ran. So. Ne, viel weiter komme ich nicht. Na gut, dann ist das so, ne? Hamburger Stadtrundfahrten hier. Einzige Problem ist, wir kommen unter der Steinbrücke nicht unter durch. Nee, Mist. Muss ich die echt nochmal neu bauen? Ich habe keine Steinbrücke mehr. Oh Mann, oh. Oh nee. Ich habe immer gedacht, wir brauchen hier kein Schiff, aber das ist ja... Oh nee. So ein Mist. Tut mir selbst in der Seele weh. Aber es ist, wie es ist. Ohne das hätten wir das Schiffsbauprojekt gar nicht anfangen brauchen. Kollision. Kann ja mal probieren. Warte mal, wir haben ja noch den ein oder anderen Mod, wo auch hier so Brücken mit bei sind. Ach, das ist nur Schiene. Okay. Das ist auch nur Schiene? Ja, das ist auch nur Schiene. Den müssen wir auch noch mal irgendwo unterbringen, ey. Kostet zwar Heidengeld, aber sieht bestimmt geil aus. Oder? Haben wir hier vielleicht noch eine Brücke? Nö. Hätten wir hier noch ein Brückchen? Brückenköpfe. Achso, Brückenköpfe, ja. Mhm, okay. Gut, dann bauen wir jetzt einfach mal nochmal Ideal Standard.
wäre ja wahrscheinlich eine Idee, das so zu bauen. Wir brauchen ja nicht mal mehr unbedingt das Ding hier, so, ne? Aber vielleicht sollten wir auch gleich noch mal ausbauen, das Ganze, ne? Große Straße. So, jetzt die Gerda. Wo ist die Gerda? Da ist die Gerda. Wasserstraße. Wasserstraße geht drunter durch. Aber wenn die Gebäude eh abgerissen werden, dann lass uns das doch gleich ganz abreißen. Ja, wenn die Gebäude eh wegkommen. Hm? Sieht es doch gleich viel besser aus. So. So, jetzt die Gerda. Kümmern Sie los. Really? Really? So, nur aber. So, und jetzt bauen wir natürlich unsere Gerda-Pfeiler, hoffentlich. Hier hätten wir noch die Kühlbrandbrücke, hätten wir noch gehabt. Hätte gepasst? Ein bisschen groß. Wo haben wir jetzt die Brückenpfeiler? Warte mal. Achso, das ist Straße. Große Straße. Okay. Klappt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Na gut. Nö, soll nicht so sein. Aber dann nehmen wir das jetzt so hin. Es ist ja eine Stahlkonstruktion, die wird das schon halten, ne? Ja, er haltet die Altstadt. Als wenn ich hier die Altstadt wegreißen würde, Leute. Es wurde gerade zu Protesten aufgerufen. In der Altstadt. Erhaltet die Altstadt oder so. Als wenn ich da irgendwas dran machen würde. Freunde. So, dann können wir jetzt weiter bauen. Also. So, dann kann er aus den Docks auch frei rausfahren, ne? Gucken wir mal, was haben wir denn hier für schöne Schiffe? Hier, Graf Zeppelin. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen so. Hier, warte mal, hier, das ist ja auch, ist doch eh hier Altstadt, ne? Hier, warte mal. Gibt es ja nicht noch irgendwo alte Passagierschiffe? Da, hier die Zürich. Hier, so war der. Genau das Richtige. Frontag oder Rigi? Meine Live-Zuschauer, Rigi oder Frontag dürft ihr euch oder Schaffhausen könnt ihr euch auch so. Ich baue in der Zeit schon mal die Linie. Und zwar ist das ja die SL Schiffslinie Hamburg. Hafen HWF. Fährt er von hier aus dorthin und zurück.
Oha, überzeugt. Überzeugt. Oha. Das wird jetzt nicht ein harter Kampf, sehe ich gerade. Drei Züge. Oh nö, echt? Jetzt sind drei Schaffhausen, drei Rigi. Hm. Gerne fantastischer Fanclub. Hi. Pass auf. Da ihr beide haben wollt, nehmen wir ein Schaffhausen und ein Rigi. So, das habt ihr jetzt davon. Gut, oder? Der Kante kann halt, ne? So, wir nehmen jetzt erst Hamburg Hafen. Vor allem sind die beide ähnlich, ne? Das ist der Rigi. Hallo Rigi. Und hier ist der andere Kumpel hier. Das ist die Schaffhausen. Steht jetzt auch noch irgendwo drauf? Nö. Aber ein schöner Mod. Gefällt mir sehr gut. Pluspunkt. Ja, sind alles schön Wetterdampfer. Und wer das nicht mag, der kann hier auch unter Deck gehen. Hier, hier geht die Treppe runter und dann kannst du hier reingehen. Wenn schlecht Wetter ist, dann können fünf Leute drin sein und die anderen draußen bleiben, bitte. Okay, das haben wir auch erledigt. Dann machen wir jetzt hier noch ein bisschen stadtunterstützenden Straßenbau. So. Von hier aus sehen wir noch zu. Ah, kommen wir da noch ran? Müssen wir nicht unbedingt. Aber dass wir hier halt auch noch ein bisschen. Na, hier brauchen wir nicht mehr viel Straße bauen. Hier baut sich nicht mehr viel. Dann haben wir hier ja auch schon soweit alles fertig. Ist ja schön, ne? Oh ja, der Fernbus kommt richtig gut an. Ordentlich Nachfrage nach die Fanbuslinie. Da kommt gerade der ICE reingewackelt. Hallo ICE, wie viel hast du denn mit? 56. Kommt der nächste Fernbus. Na, kriegt er alle mit? Nö, ist immer noch wieder was über. Alter, Same. Oh, ich habe gerade ein Flugzeug gehört. Und? Zwei. Mann, das ist aber auch. Hier kommt die Dreifachtraktion rein. Ja, jetzt können wir wahrscheinlich wieder weniger nehmen, weil wir einmal abgegrast haben. Das ist dann nämlich teurer als das andere. Ich glaube, das war eine Fehlentscheidung. Aber sollte auch so schon irgendwie passen, ey. Aber wir haben jetzt auch vergessen, eine Hafenrundfahrt mitzumachen. Wir fahren jetzt einfach mal mit. Ups, was ist da denn los? Brennt das hier ein Deck oder was? Nö, Glück gehabt. So, hier links sehen wir den Hamburger Hauptbahnhof. Hamburger Hauptbahnhof. Da ist der fantastische Zug.
Ich verpeste die Luft und nicht am Wasser. Hamburger Kante Logistik Group verpestet die Luft am Wasser, wird im Chat geschrieben. Das stimmt so nicht. Ja, bleib stehen, bleib stehen. Nicht sowas wie hier am Nordostseekanal da. Da gab es eine Havarie, da ist ja irgendeiner in die Schleuse gefahren. Gegen die Schleuse gefahren. Ey. Gibt's aber gar nicht, oder? Hört der jetzt mit? Alter Schwede. So, jetzt machen wir eine entspannte Flussfahrt, ne? Ich glaube, dann sprengen wir leider den zeitlichen Rahmen. Aber wir fahren jetzt mal ein bisschen mit. Wir können ein bisschen schneller fahren. Guck mal, hier bauen sich schon wieder neue Gebäude. Das ist der Wahnsinn. Ich glaube, da oben fuhr gerade ein Bus rüber. Passt er da überhaupt wirklich drunter durch? Ja, passt da. Haben wir Glück gehabt, ne? Nein, ich habe keine amerikanischen Loks auf meinen Strecken. So, und falls ihr morgen Abend noch nichts vorhabt, am Freitagabend kommt gerne Live-Let's Play und feiert mit uns weiter Transport Fever, denn die Staffel geht weiter. Wie Sau. Ich freue mich darüber sehr, auch wie das Ganze ankommt. Das ist schon eine ganz tolle Sache, muss ich sagen. Es freut mich immer, da weiterzumachen. Siehst du, wir haben nur bis hier gebaut und das andere hat die Stadt jetzt ausgebaut. Können wir nochmal nachhelfen? Nein. Und geht der ja auch noch auszubauen? Jawohl. Ja, ich muss sagen, das sieht sehr gut aus. Wundert mich eigentlich, dass da jetzt schon wieder so viele mit dem Bus mit wollen. Also meiden sie doch wieder den Zug. Aber auch nicht ganz. Also es ist sehr unterschiedlich, muss ich sagen. So, haben wir jetzt noch irgendwas zu erledigen? Ich gucke nochmal auf meinen Zettel. Passauer Nahverkehr. Komm, denn den haben wir schon so lange jetzt vor uns hergeschoben. Den machen wir jetzt nochmal fix. Das deckt ja noch nicht ganz alles ab. Also fahren wir gleich mit dem Bus hier oben raus. Machen einmal eine Schleife und fahren hier wieder rein. Und das gleiche machen wir hier einmal raus und fahren wieder zurück zum Bahnhof. Dafür brauchen wir zwei Linien. Einmal, zweimal. Oh, hübsche Farben. Und zwar haben wir dann Nahverkehr Passau Bus 1 und Nahverkehr Passau Bus 2. Bus und Tramhaltestelle, Bus und Tramhaltestelle, okay. So. Der fährt da rein. Dann machen wir die Außen hin. Das gleiche machen wir hier natürlich auch. Links, rechts. Einmal hier. Ne, warte mal. Doch. Gut. So, Haltestellen. Fahren wir hier an, durchwenden und zurück. Und hier fahren wir auch von hier aus ab. Einmal hoch, das Wendemanöver machen und fahren wieder zurück zum Bahnhof. So, haben wir hier irgendwo ein Depot? Nein, haben wir nicht. Also holen wir uns von dem Depot da oben. Alter Schwede. Okay. Also Straßenfahrzeuge, Passagier, Bus.
Bus. Chevrolet. Nein, Chevrolet nehmen wir nicht. Das andere ist alles Gelenkbus. Wenn MAN. Ja, komm, nehmen wir MAN. 1, 2, 3, 4. Für Passaubus 1. Nahverkehr Passaubus 1. Und 1, 2, 3. Für Nahverkehr Passau Bus 2. Gut. Dann haben wir das auch schon mal hinter uns. Und haben das auch wieder erledigt. Gut, wenn ihr noch Ideen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir natürlich einen Daumen hoch da. Wenn ihr noch kein Abo habt, nehmt eins mit. Und schaut auch am Freitagabend ins Live-Let's Play rein. Vergesst nicht, auf Twitch vorbeizuschauen, denn dort gibt es öfter Livestreams als auf YouTube. Okay. Also, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Kante. Tschüss.